Hier sind die EMS-TV News. Heute ist Dienstag, der 15. März. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Wir starten mit einer Blaulichtmeldung. Die aktuellen Dieselpreise haben drei Herren vermutlich dazu veranlasst, die Kraftstoffbeschaffung auf unüblicherem Wege anzugehen. Zwischen Werpelo und Börger wurden sie gestern dabei erwischt, wie sie mehrere hundert Liter Diesel abgepumpt und verladen haben. Polizeikräfte aus Papenburg und Sögel konnten die drei Diebe kurz nach Mitternacht vorübergehend festnehmen. Gegen sie wird jetzt ermittelt. Wie der Landkreis mitteilt, sind gestern die ersten Geflüchteten aus der Ukraine über das offizielle Verteilsystem im Emsland angekommen. Ein Bus mit 12 Personen, darunter 9 Kinder, kam in Meppen an. Sie können sich nun ausruhen und orientieren. Geflüchtete werden in verschiedenen Unterkünften im Emsland untergebracht, bevor sie auf die Kommunen verteilt werden. Der Landkreis bittet zudem darum, dass sich über private Helfer angereiste Ukrainerinnen und Ukrainer möglichst zeitnah bei den Behörden anmelden. Ein geregeltes Aufnahmeverfahren und ein Überblick über die Zuströme sollen so gewährleistet werden. Der Ukraine-Krieg fordert immer mehr Opfer. Die Forderungen nach einem Boykott russischer Rohstoffe und Waren werden lauter. Was sagen die Emsländerinnen und Emsländer dazu? Um den Ukraine-Krieg zu beenden, wird darüber diskutiert, Rohstoffe und Waren aus Russland jetzt zu boykottieren. Wir haben uns in der Lingner Fußgängerzone umgehört, was die Emsländerinnen und Emsländer von einem Boykott halten. Um Zeichen zu setzen dafür, definitiv. Ich bin dafür. Weil ich finde, man merkt gerade extrem, wie sehr wir abhängig sind von Russland. Und das wirkt sich ja gerade auf alles, auf Benzinpreise, alles Mögliche. Und ich wäre dafür, dass wir uns nicht mehr so abhängig machen. Weil ich das nicht als richtig erachte, was der Herr Putin da gemacht hat. Und um ihm einfach mal zu zeigen, dass wir uns nicht abhängig machen lassen wollen. Zum einen würde es uns natürlich hart treffen, wenn wir jetzt aufs Gas verzichten müssten. Auch wenn wir die Temperatur ein bisschen runterdrehen im Raum. Aber ansonsten sollte man dem Herrn im Osten doch vielleicht mal klare Kante zeigen. Grundsätzlich auf alles zu verzichten, da bin ich dagegen. Weil wir uns da, glaube ich, mehr schaden, als dass das den Leuten in der Ukraine hilft. Also ich würde das fortsetzen, was wir bisher machen. Das finde ich ziemlich cool, dass viele Firmen einfach sagen, in Russland verkaufen wir nicht mehr, wir liefern nicht mehr. Aber auf alle Rohstoffe zu verzichten, würde ich, glaube ich, nicht machen. Da hätten wir ein Problem. Also man fährt ja jetzt schon nicht mehr mit Auto, wenn ich ehrlich bin. Die Bereitschaft zu einem Boykott russischer Rohstoffe und Waren ist also groß. Auch wenn das weitere Preissteigerungen zur Folge hätte. Nach knapp 6 Millionen im letzten Jahr wird die Samtgemeinde Dörpen in diesem Jahr sogar die neue Rekordsumme von rund 8 Millionen Euro für Investitionen bereitstellen. Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken erläutert, wie das Geld eingesetzt werden soll. Die Samtgemeinde Dörpen plant für dieses Jahr mit Rekordinvestitionen von 8 Millionen Euro. Den größten Block nehmen die Schulen mit knapp 3 Millionen Euro ein. Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken nennt die Schwerpunkte. Bei den Maßnahmen, die wir planen, ragt heraus die Investition in die Grundschulen. Da wollen wir alle 8 Grundschulen in der Samtgemeinde Dörpen mit stationären Lüftungsanlagen ausstatten. Wir haben damals bewusst uns gegen mobile Luftreiniger entschieden und haben jetzt das Förderprogramm des Bundes gerne genutzt. Es ist so, dass wir mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Millionen Euro rechnen und dass da 1,2 Millionen Euro an Zuschüssen vom Bund eingeplant werden. Kredite muss die Samtgemeinde Dörpen dafür nicht aufnehmen. Der Schuldenstand soll in diesem Jahr weiter auf 6,2 Millionen Euro reduziert werden. Damit liegt Dörpen erstmals seit längerer Zeit bei der Pro-Kopf-Verschuldung wieder unter dem Landesdurchschnitt. Bis 2025 sollen die Schulden noch weiter gesenkt werden. Bei der Verschuldung muss ich vielleicht ein bisschen zurückgehen. Wir waren im Jahr 2015 mal in der Situation, dass wir uns mit einer Schuldenmarke von 10 Millionen Euro beschäftigen mussten, nachdem wir auch 5 Jahre hintereinander Kredite aufnehmen mussten. Und das ist, glaube ich, die große Leistung, die wir in den letzten Jahren geschafft haben. Wir haben dann durch Anpassungen im Finanzausgleich und natürlich auch durch die gute Steuersituation unserer Mitgliedsgemeinden es dann geschafft, auf jetzt 6,6 Millionen Euro Schulden runterzukommen. Wir liegen sogar in diesem Jahr das erste Mal unter dem Landesdurchschnitt, wenn wir das auf die Einwohnerzahl beziehen, und sind auch weiter im Abwärtstrend. Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen ist der Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Hede für 2 Millionen Euro.
2023 wird die Samtgemeinde Dörpen die Investitionen wegen mehrerer größerer Steuereinbrüche voraussichtlich zurückfahren müssen. Mit einem weiteren neuen Rekord bei den Investitionen ist im nächsten Jahr also nicht zu rechnen. Es gibt Neuigkeiten bei der HSG Nordhorn-Lingen. Ich sage nur Olé und herzlich willkommen in unserer Region. Das Personalpuzzle der HSG Nordhorn-Lingen ist um ein Teil reicher. Erstmals wird ein Spanier für das Zwei-Städte-Team auflaufen. Jaime Fernandez ist 25 Jahre alt und 1,76 Meter groß. Im Sommer wechselt der Linksaußen aus seiner Heimat in unsere Region. Heute wurde der Neuzugang von HSG-Coach Daniel Kubesch vorgestellt. Natürlich in erster Linie muss man begeistert sein von dessen, was man sieht. Ne? Und das war ich sofort. Mir hat das sofort angesprochen, die Art und Weise, wie Jaime auf dem Spielfeld agiert. Spielt mit viel Leidenschaft und mit viel Emotionen. Und das sieht man fast an jeder Aktion, die er macht auf dem Spielfeld. Ich bringe viel Leidenschaft mit. Ich gebe viel für den Sieg. Und ich bin immer aktiv, in der Abwehr und auch in der Offensive. Ich versuche, meinen Beitrag für das Team zu leisten. Und ich denke, ich kann diese Leidenschaft den Fans und meinen Mannschaftskollegen vermitteln. Zumindest hoffe ich das. Und natürlich werde ich versuchen, so viele Tore wie möglich zu erzielen. Mit Lasse Seidel wurde der auslaufende Vertrag verlängert. Pavel Mitschka dagegen muss das Zwei-Städte-Team verlassen. Man wolle das Team verjüngen, begründete der Verein die Entscheidung. Nun wird im Sommer erstmals überhaupt ein Spanier Teil der HSG-Mannschaft. Wie ich gehört habe, ist Mallorca sehr beliebt bei unseren Jungs und ich gehe davon aus, dass viele von den Jungspaaren Sätze in Spanisch sagen können. Aber die Integration generell bei uns ist sehr einfach. Ich finde, alle Spieler, die zu uns kommen, fühlen sich relativ schnell sehr wohl bei HSG. Jaime Fernandez verlässt erstmals seine Heimat. Bislang spielte der Rechtshänder ausschließlich für das sportliche Aushängeschild seiner Geburtsstadt. Mit Ademar León lief Fernandez nicht nur in der spanischen ersten Liga, sondern auch im Europapokal auf. Er führte das Team als Kapitän aufs Feld und spielte außerdem schon für die Nationalmannschaft. Im Sommer startet der Flügelspieler ein großes Abenteuer. I feel that it was my time to go and ich habe das Gefühl, dass es Zeit ist, für mich zu gehen. In Deutschland zu spielen, es ist ein wahr gewordener Traum. Gut, es ist alles für mich. Ich habe für Ademar gespielt, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Als ich vor 2 Wochen Tschüss sagen musste, habe ich sehr viel geweint. Ich lasse alles hinter mir. Meine Familie, auch meine Freundin, der es nicht möglich ist, nächstes Jahr nach Deutschland zu kommen. Ich denke, dass das am Anfang sehr hart für mich wird. Aber ich glaube auch, dass das eine gute Gelegenheit ist, mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln. For me to develop personally and in the sport also. Natürlich hofft der Spanier, in der kommenden Saison im deutschen Oberhaus auf Torejagd gehen zu dürfen. Derzeit sieht es gut aus für die HSG Nordhorn-Lingen. Das Team steht auf Rang 2 der Zweitligatabelle. Hat außerdem ein Spiel weniger bestritten als der Spitzenreiter aus Gummersbach. Das waren die MCV News für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.